Welche Strategien könnten das sein, die auf mögliche, aber ungewisse Zukünfte Bezug nehmen? Wir können zum Beispiel versuchen, unsere Organisation so zu entwickeln, dass ihr möglichst viele Optionen offen stehen. Wie schon Heinz von Förster sagt, in seinem ethischen Imperativ, handle so, dass sich die Anzahl der Möglichkeiten erhöht. Eine gute Strategie, um mit Krisen, mit unbekannten oder unerwarteten Krisen in der Zukunft umzugehen, ist auch die Strategie der Diversität. Das heißt, Diversität in Organisationen bedeutet sehr viele unterschiedliche Sichtweisen, die sich aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und eben aus den Unterschieden der Personen ergeben. Wir können auch versuchen, die sogenannte kognitive Diversität in Organisationen zu steigern. Das bedeutet, dass wir im Sinn des Konstruktivismus möglichst viele unterschiedliche Perspektiven und Sichtweisen in die Beurteilung oder Abschätzung zukünftiger Entwicklungen einbeziehen. Das heißt, nicht nur möglichst viele eigene Mitarbeitende, eigene Abteilungen, sondern auch die Umwelt der Organisation, zum Beispiel die Kunden, die Lieferanten, die Technik, die rechtlichen Rahmenbedingungen, all das gehört zu den Aspekten, aus denen sich die Zukunft irgendwie emergent entwickelt. Und je mehr dieser unterschiedlichen Perspektiven und Aspekte wir in der Organisation berücksichtigen, indem wir Sichtweisen und Perspektiven dieser Bereiche mit berücksichtigen und einbringen, desto besser wird es uns gelingen, die zu erwartenden Entwicklungen in Zukunft abzuschätzen und auch ein Gefühl dafür zu bekommen, welche möglicherweise unerwarteten Entwicklungen zumindest theoretisch auch möglich sind. Das heißt, wir können uns nicht nur auf das Erwartete vorbereiten, sondern wir können uns auch auf Dinge vorbereiten, die vielleicht nicht erwartet sind, aber die uns dann doch nicht so ganz unerwartet treffen, weil wir auch in unseren zum Beispiel Worst-Case-Szenarien mit diesen unerwarteten und vielleicht oder wahrscheinlich möglicherweise auch unerfreulichen Entwicklungen gerechnet haben. Das heißt, wir können unsere Organisation auch krisenfest machen, dadurch, dass wir mit den in Zukunft zu erwartenden Krisen im Vorhinein schon rechnen und uns proaktiv auf Krisensituationen vorbereiten.